Wo man auch allzu schnell dran vorbeiläuft. Das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ja. Ah, gefährdet Bänsche. Es ist ein Weg. Uns wären hier ja keine Schilder, oder? Ah. Na gut. Ich war schon lange nicht mehr auf dem Meuchelberg. Am Fuß des Meuchelbergs. Warum jetzt da die Sirenen losgehen, weiß ich nicht. Bricht der Staudamm? Hier haben wir jetzt irgendwie eine Kunstinstallation hier unten. Kommt zwar kaum zum Laufen, weil man so viel gucken muss, aber es hat sich doch gelohnt. Nicht zu sehr über den Schlamm freuen, da geben wir wieder was. Ja. Das ist schön. Und man übersieht es leicht. Hier sind noch Schmetterlinge in den Bäumen. Ich sehe schon, mit dem Laufen wird das vorerst nichts mehr. Hier gibt es viel zu viel zu entdecken. Und hier ganz raffiniert. Fast versteckt. Fenster zum See. Oder Toastbecken, oder wie das hier heißt. So, jetzt nehmen wir uns langsam wieder die Zivilisation. Also, da wird aus dem Laufvideo ein Ausflugstipp. Heimbach und dann hier unten den Weg mal erkunden. Da gibt es viel zu sehen. Das ist ja die dauerhafte Kunst, die wir schon kennen. Da gehen wir jetzt nicht näher ran. Das lockt mich. Ist wahrscheinlich eine Diagonale rauf zu dem Weg auf halber Höhe. Würde ich mal vermuten. Ja. Haben wir das schon? Nee. Noch bleibt es Trampelfahrt. Schön. Aber jetzt. Da wäre ich sonst hergekommen, wenn ich die nächste Kreuzung auf dem Asphaltweg genommen hätte. Ja, hier ist der einst breite Waldweg ziemlich schmal geworden. Ja, eine Aussichtsbank mit Blick auf, wo war vorhin unten mal. Gewissensfrage. Das könnte der Weg sein, der von der Bank hier runterkommt. Da gehen wir mal außen rum. Das war zwar eine Spur, die darauf ging, aber der Weg, der auf den Karten eingezeichnet ist, das ist der hier. Dann bleiben wir weiter hier. Also für einen markierten Wanderweg ist es hier verdammt trägelig geraten. Gefällt mir doch. Ja, so trägelig die Ruhrseite war. So asphaltig ist die Hasenfelder-Seite. Moment. Das sollte jetzt... Ich habe doch schon länger keine mehr gesessen.
Wobei ich mir jetzt gar nicht mal so sicher bin, dass das der Weg ist, der auf den Karten ist. Den hatte ich mit einem etwas anderen Winkel und Ausgangspunkt in Erinnerung. Das sieht mir doch wieder nach einer Trassierung aus. Jawohl. Das sollte dann der sein, den ich im Plan hatte. Da kommt es von dem Asphaltweg hoch. Ich kann mich dunkel erinnern, dass hier mal eine einsame Parkbank gestanden hat. Aber wie man sieht, ist der Punkt jetzt ausgebaut. Und die Aussicht, die früher hier mal so war, die wechselt. Ah, hier ist die 29. Das ist das, wo ich den Ausgang unten gefilmt hatte. Der 29er von da kommt und dorthin geht, dann laufe ich natürlich den, wo nichts dran steht. Gucken, wo das rauskommt. Wahrscheinlich an derselben Stelle. Dann habe ich meine Erinnerung wahrscheinlich gar nicht getäuscht da unten. Das erste, wo ich dachte, dass der Weg runterkommt, dann ist das dann gewesen, wo ich seinerzeit hinter dieser einsamen Bank den ganz kleinen Trampelpfad runterging. Und der ist jetzt ausgebaut und kommt ein Stück weiter vorne. Jetzt Trampelpfad endete dann irgendwo an einem Felsen, über den ich dann die letzten Meter runter an den Weg kraxeln musste. Das muss die Stelle ja dann gewesen sein. Und ich hätte natürlich die andere Seite nehmen sollen, da wäre weniger Asphalt gewesen. Aber das ist dann die Schlaufe hier und dann hinten der Abzweig an dem Aussichtspunkt runter auf den anderen Weg. Das ist wieder der, von dem ich auf den Trampelpfad nach oben abgebogen bin. Jetzt habe ich so langsam die Orientierung hier auf dem Ding. Bin ich ursprünglich mal hergekommen aus der Richtung, bevor ich dann abbog. Gehen wir mal. Moment. Da wollten wir runter. Letzte Kunstwerk vor Heimbach. So, da haben wir mal den Meuchelberg erkundet. Jetzt kenne ich mich da auch aus. Jo. Sollen wir nach Hausen jetzt mal den Weg runterlaufen, den ich seinerzeit hochgekommen bin? Dazu muss ich natürlich jetzt erstmal den Einstieg finden. Ich glaube, der war hier irgendwo. Da vorne ist er. Jawohl. Das war so ein schöner, uriger Weg, hier rauf zu stiefeln. Jetzt können wir mal runterlaufen. Immer noch das holprige obere Stück, aber da müsste dann der besser ausgebaute Weg beginnen. Ja, aber so richtig laufbar ist er hier noch nicht. Aber lauschig ist er. Stand hier nicht irgendwo ein Hochsitz seinerzeit? Richtig. Da ist er. Ja, damals war er noch nicht ganz so zugewachsen. Es wird besser, aber schlammiger. Ich glaube, die Stelle hat sich verändert. Ging es nicht darüber, hier die freie Stelle? Komme ich nicht hier jetzt ein Stück weiter unten aus, als wo ich damals raufgekommen bin? Oder ist meine Erinnerung so schlecht, dass ich vergessen habe, dass der Abzweig erst hier unten ist? Ja, damals war das ja alles ziemlich frisch gerodet und jetzt sieht das ganz anders aus. Das müsste eigentlich die Richtung sein. Aber wir müssen jetzt mal ein Stück hier rüber. Ja, da drüben hätten wir lang gemusst und hier ist keine echte Alternative zum Dorngestrüpp da hinten. Glück gehabt, am Rand ging es vorbei. Können also noch auf dem ursprünglichen Weg bleiben. Ich meine, der Weg wäre ein Stück weiter rüber. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie dahin kommen, über ein Terrain, wo der Dorngestrüpp nicht ganz so hoch steht. Ansonsten würde ich sagen, wenn überhaupt, nur noch im Winter und mit langer Hose. Das dürfte die Trassierung sein, die ich suche. Aber es ist zwecklos,
muss auf kürzestem Weg in den dichteren Wald kommen, um aus dem Gestrüpp rauszukommen. Okay, hier oben haben wir wieder einen Weg, aber darunter brauchen wir gar nicht versuchen. Das ganze Tal hier, da könnt ihr euch zwar gerne noch nach Google Maps richten, aber good luck with that. Die Wege kann man getrost als Untergang bezeichnen. Da sind wir wieder die Schneise, da oben waren wir früher. Man hätte es also auch einfacher haben können, aber wo ist da der Spaß? Was ist das denn hier für ein Weg? Probieren wir den mal aus. Qual der Wahl, da schon runter. Damit ihr mir glaubt, dass ich trotz der Odyssee nach Hause gefunden habe, hier der Beweis. Ja, wenn der Filvo nach 2-3 Jahren mal wieder einen Weg laufen will, der dann nicht mehr da ist. Blick zurück nach Düren. Da haben wir Burgheim und die Mausaul. Der sieht irgendwie leckerer aus. Jo. Der ist nicht so stark frequentiert. Schöne Aussicht. Lass uns überraschen, wo der auskommt. Jo. Das war mal ein Zugang hierfür. Jetzt stehen wir wieder im Wald, ne? Also wieder hoch auf den anderen Weg. Das ist nett. Da wissen wir schon vorher, dass es da nicht weitergeht. Ausgewiesener Wanderweg. Von hier aus sieht es so aus, als ob die den Trail haben verkommen lassen. Aus der Nähe betrachtet eine Fahrspur ist ja noch zu erkennen, ne? Ja, da haben wir noch eine Spur, ne? Ginster ist ein bisschen hochgewachsen, aber der Weg ist noch da, ne? Also nicht so nachlässig sein, benutzt den Weg ein bisschen mehr, da er nicht komplett zuwächst. Ja, ganz am Anfang und jetzt hier am Ende, da ist es ein bisschen dichter. Aber er wird gegangen, sonst wäre das nicht so gut zu sehen hier. Aber viel zu selten. Man kann ihn gut sehen, den Weg. Man kann ihn ganz gut sehen. Das ist der, da geht er durch. Man kann zwar nicht sehen, wo man hintritt, aber man kann noch erkennen, dass hier der Weg geht. Mannshoher Ginster. Das macht Laune. Ja, man darf sich hier auch nicht täuschen lassen. Das ist nur der Baum hier. Ist ein bisschen schattig, aber hier sind wir schon an der Schranke. Und der Rest des Wegs ist wunderbar frei. Also geht den Weg mal öfter. Packers sind geschoren, das heißt, wir haben Sommer. Da war da Hürtchen, Schmidt, Brandenberg. Na, wie hat sich der Seeblick hier entwickelt?
Ja, da ist er noch. Der. Was ist das denn? Das Algen oder Öl? Das sind Algen, die da auf dem Wasser schwimmen, ne? Ja, der Weg, der verliert sich hier ein bisschen. Aber man kann ihn noch so gerade erkennen. Der ist. Aber was ist aus dem Weg eigentlich geworden? Das Tor ist noch da. Der Weg scheint noch da. Zumindest fragmentarisch. Nur beschildert ist er nicht mehr. Hieß er nicht K? Ja. Der ist noch in Benutzung. Sonst wäre das da nicht so abgenutzt. Muss er nur sich trauen, durch die Türchen zu gehen und nicht vergessen, die Türchen wieder zuzumachen. Ja, der schöne Trail ist noch da. Da kratzen noch gut die Dornen. Aber den schönen, nassen, grasigen Weg hat man leider neu geschottert. Der hat an Charakter verloren. Hat der Fabian noch ein Schild vergessen vom Ruhreifeltrail? Wann ist der nächstes Jahr? 11. bis 13. April. War das April? Ich meine, wäre April gewesen. Ja. Also wenn ihr im Wetterbericht geschrieben hättet 90% Luftfeuchtigkeit, dann hätte ich das vielleicht noch glauben können. Aber 90% Regenwahrscheinlichkeit, liebe Wetterdienste, es sind Meteorologen sind das, die das Wetter vorhersagen. Metronome, das ist was anderes. So, die neue Brücke ist auch wieder frei für Besucher. Soll mich die Kunst jetzt davon ablenken, dass hier ein Weg ist? Aha, Steilweg hoch Richtung Sportplatz. Aha. Der Laie wäre jetzt auf dem Schotterweg geblieben, aber hier ist die Spur. Man kann hier das Stück ja quer runtergehen. Vom hohen Gras nicht täuschen lassen. Zugegeben, als das letzte Mal hier durchkam, war nicht so zugewachsen. Kann aber auch im Winter gewesen sein. Standoff. Ja, die Stelle kennen wir schon. Das hatten wir das letzte Mal verifiziert, dass das eine Sackgasse ist. Da kann man höchstens hinten am Zaun entlang, der aber zugewachsen ist. Das ist schon verifizierte Sackgasse. Da ist der Schotterweg. Hier ist der Reitweg. Da sah das jetzt wie einfach parallel angelegt, aber hier läuft das jetzt in eine existierende Trassierung rein. Warum geht hier eine Spur rein? Durch die Brennnesseln. Wollen wir mal erkunden, wo das hinführt. Ja, ist eindeutig ein Weg. Ne? Geht das jetzt nur zu einem Hochsitz? Oder macht das irgendwie Sinn? Brennnesseln, Dornen. Was ist die beste Jahreszeit, um so einen Weg zu erkunden? Genau. Die, wo man mit der kurzen Hose unterwegs ist. Ah, ich höre Stimmen. Dann ist links von mir jetzt wahrscheinlich der Kiesweg. Da komme ich wahrscheinlich jetzt da auf den breiten Weg. Naja, das war's schon. Aber eine schöne Alternative zu dem Kiesweg. Aha, das ist der Einstieg von der Seite. Tja, viel zu sehen ist nicht.
Da ist der Weg, den wir im Oktober laufen. Der Parallelweg auf der anderen Bachseite. Was davon noch übrig ist. Frische Spuren. Die sind noch damals schon mal runtergekommen. Da gehen wir heute mal rauf. Dachte ich es mir doch, dass er mit seinem Jeep nicht allzu weit gekommen ist. Da sind wir zu Fuß besser dran. Es lichtet sich. Zugegeben, spätestens hier hätte er mit seinem Jeep jetzt größere Probleme als nur Kratzer im Lack. Das markiert auch die Stelle, wo wir auf die Midnight Madness kommen. Da werden wir herkommen, da werden wir hinwollen. Aber natürlich nur, wenn sich jemand traut, durch die Nacht mit mir hier rumzustolpern. Dadurch, dass es hier so offen ist, ist der Graben an der Stelle jetzt, wo wir eigentlich weiter müssten, ein bisschen verwachsen. Da ist Schatten, da kommen wir besser durch. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Das sieht schon an der Spur aus. Wenn das Wild hier wechselt, schaffen wir das vielleicht auch. Da könnten wir jetzt wieder weiter, aber gehen wir mal auf den Knipp hoch heute. Da drüben auf der anderen Seite sind wir neulich gelaufen. Jetzt ist der Wasserstand wieder ein bisschen niedriger, glaube ich. Eindeutig ein Weg. Diagonale, die hier abkürzt zwischen den Wegen. Ja, vielleicht nicht ganz so hoch wie letztes Mal, aber für diese Stelle heute doch zu hoch. Ja, auch das die Brückenbalustrade ist auch komplett unter Wasser, dass sich auch die Route nicht peilen lässt. Pech gehabt.